Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Und heute werden wir hier in Montana weitermachen mit der Zucht der, ich vergesse immer den Namen von den Tieren, weil die schon von Anfang an dabei waren und schon ewig quasi bei mir stehen. Und ja, jetzt wollte ich endlich mal die Stufe 4 züchten. Aber gleich werden wir sehen, was es denn für welche sind. Amerikanische Traber, genau so heißen sie. Amerikanische Traber, da werden wir mit den beiden versuchen, wieder Stufe 4 zu bekommen. Ich könnte gratis was angucken. Jetzt hebe ich mir lieber für was anderes auf, weil ich weiß nicht, ob das begrenzt ist. Also, dass man wirklich bloß, keine Ahnung, dreimal verbessern kann oder so. Aber hier wird es auch, selbst mit der Verbesserung wäre es nichts geworden. Okay, dann nicht. Dann haben wir wieder ein Diamantpferd, was gar nicht so schlecht ist, denn ich werde heute den Großteil meiner Diamanten ausgeben. Beziehungsweise habe ich ja schon ein Drittel ungefähr ausgegeben für das Wolkenpferd. Oder wie heißt es? Feuerwolke, glaube ich, ne? Mal gucken kurz hier. Feuerwolke, genau, so heißt sie. Die Julia. Und zwar habe ich mir die geholt, als es die gab, vom Dressursieger her. Ich muss sagen, sie sieht gar nicht schlecht aus. Ich finde nur, dass das alles irgendwie so ein bisschen zu verwaschen ist. Aber das soll wahrscheinlich so das Wolkige darstellen in der Mähne und im Schweif. Wir gucken sie uns nochmal hier an. Und sie sieht eigentlich so total hübsch aus, aber das hier, wie gesagt, das sieht aus, wie als wäre es halt verpixelt und nicht sauber gearbeitet. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass das wirklich das von der Wolke darstellen soll. Das hier vorne finde ich wiederum sehr gut gelungen. Es sieht wolkig und gut gelungen, nicht verpixelt aus. Also das gefällt mir super gut. Und mir gefällt halt die Kombi super. Also das Weiß mit dem Rot und dann hier das helle Blau noch mit drin überall. Also das Pferd an sich ist echt schick. So, und wofür gebe ich es aus? Meine letzten Diamanten, also die fast letzten, alles andere Drittel für ihn hier. Der Drache! Ich habe so lange drauf gewartet und jawohl, es gibt den Drachen endlich. Den werde ich mir heute dann holen für 2900 Diamanten und ja, also da ist dann schon nicht viel übrig und ich warte immer noch auf das Event, dass mein hier Dingsbums Oasenteil günstiger ausgebaut werden kann. Aber nö, ist nicht. Naja, ich hoffe, es kommt doch noch irgendwann etwas. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal gucken, ob das Pferd, das wir verkaufen wollen, auf der Fantasieinsel schon bereit ist, wenn wir es jetzt nochmal füttern. Ist es überhaupt schon bereit zum Füttern? Ah, nee, noch nicht. Ich habe nämlich Chase rausgeholt. Das ist unser Alice Stufe 2 Hengstchen und wir brauchen ihn ja nicht mehr. Und dabei habe ich auch gesehen, wir haben noch Stufe 1. Den brauche ich ja auch nicht, weil ich kann es ja züchten. Alice habe ich mal geschenkt bekommen für irgendwas. Und da ich sie ja jetzt aber züchten kann, brauche ich die Stufe 1 nicht mehr behalten. Also ich habe immer die Stufe 1er behalten, von denen, die ich geschenkt bekommen habe und nicht selbst züchten konnte. Aber da man sich ja die Rezepturen holen kann, kann ich es jetzt züchten. Und da ist es jetzt für mich jetzt nicht mehr so wichtig, dass ich das behalte. Und hier, die Alice-Zucht ist ja auch noch in vollem Gange. Ich muss sagen, ich habe die letzte Zeit nicht wirklich so aktiv gespielt. Bloß mal so ein bisschen hier das geholt, da das geholt. Und also richtig aktiv war ich jetzt nicht mehr unbedingt. Also so ein bisschen so mittelaktiv, würde ich sagen. Dass die Diamanten weiterlaufen. Und ein paar Zuchten habe ich auch gemacht, aber mein Konto ist hier ein bisschen angewachsen. Also man sieht schon, ja, ich habe jetzt hier nicht so aktiv weitergemacht. Am Anfang war das Spiel halt wirklich so, man musste nicht viel tun und ist weitergekommen. Und mittlerweile ist es echt so, man kann sich in diesem Spiel verweilen. Das ist der Wahnsinn. Also dreimal am Tag eine halbe, dreiviertel Stunde ist easy drin, damit man hier einiges schafft, ne? Also wenn man was erreichen will, kann man das, wenn man die Zeit investiert. So, jetzt kriegst du hier noch mal was. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt einige Spiele, die ich eben auch spiele. Und ja, da ist halt Horsehaven jetzt ein bisschen kürzer getreten. Habe ich die noch? Dann gebe ich die nämlich auch noch hier aus. Und ja, Verkaufspferde habe ich, glaube ich, aktuell 4 oder 5 Stück. Die müssen aber eben erst noch gefüttert werden. Was mich zu dem Thema bringt, immer wenn ich sie schicke auf die Weide,
bekommen sie nicht eben ihre Trainingseinheiten dazu. Und das ist wiederum etwas, das ich nie so gut finde, weil wenn ich die da hinschicke, möchte ich auch gerne, dass die mit der Erfahrung zurückkommen. Aber wie gesagt, es kann auch am Emulator liegen, ne? Also manche Dinge liegen echt am Emulator, weil es ist halt ein Handygame. Ich werde mir das auch irgendwann aufs Handy machen jetzt. Vielleicht für über Weihnachten oder jetzt im Allgemeinen. Mal schauen. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier mit unseren. Stopp hier, ne? Mit unseren Haflingern züchten. Da wollen wir ja auch noch Stufe 4 haben. Stufe 4. Seraphina. Ah, die sehen so schick aus. Na, hier gucke ich aber schon was an. So, dann schauen wir mal. Die 22%. Heute könnte es doch klappen, oder? Bitte, bitte. 22. Oh. Nö. Absolut nö. Möchte nicht. Okay. Diamanten, wie gesagt, können wir super gut gebrauchen. Zuchtdauer ist um 20% reduziert. Ja. Ist ein schicke Zusatzding, ne? Muss man schon sagen. Und dann gehen wir mal nach Deutschland. In Deutschland hat sich noch nichts geändert. Ich bin immer noch hier bei der Pasofino-Zucht. Ab und zu ist das so eine Never-Ending-Story. Ich bin schon am Überlegen, ob ich aufs Mavari wechseln soll, aber das Problem ist halt einfach, ich brauche die Pasofinos noch zum Züchten. Das heißt, es wird kein Platz frei werden. Es wird eigentlich sowieso kein Platz frei werden. Deswegen ist es so ein bisschen, problematisch. Platzprobleme könnten wir es nennen. Und deswegen müsste ich irgendeine Oase ausbauen. Ja, dazu muss ich aber erstmal wissen, welche. Und wahrscheinlich die am günstigsten. Ist dies, glaube ich, in Montana, ne? Wie viel kostet es denn hier? 2,2. Ich glaube, das in Montana ist am günstigsten. Da könnten wir mal dann nachschauen. Jetzt gucken wir aber erstmal noch kurz hier zur Gesellschaft der Reinrassigen rein. Ich habe mir hier das Rotkäppchen-Zertifikat geholt. Bei der bösen Stiefmutter weiß ich noch nicht. Ich finde die böse Stiefmutter an sich nicht so hübsch. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mir überhaupt das Zertifikat holen will. Es ist halt immer Geschmackssache, ob einem das Pferd gefällt oder nicht. Oder zum Beispiel auch, ob man einfach nur alle haben möchte oder eben nicht. Und ich weiß es noch nicht. Die kommen ja immer wieder. Und außerdem fehlen mir hier die Rubine und dafür werde ich keine für Diamanten kaufen. Wir können ja auch mal gucken, was es denn als nächstes gibt, ob das schon hier drin steht bei den Stufe 4. Oh, als nächstes ja, den Pasofino, den Breton, die habe ich schon. Und bei den exklusiven Pferden vielleicht oder die Fantasiepferde eben. Da müssen wir eben mal gucken, was da jetzt als nächstes kommt. Nö, hier nicht. Dann wird es wohl bei den Fantasiepferden sein. Bin ja mal gespannt, ob es auch irgendwann bei den Konstellationspferden eins gibt. Das Lava-Einhorn, das habe ich auch schon. Also kann ich das nächste Mal gar nichts machen. Okay. Schade. Aber okay. Gut. Ja, hier haben wir die Pasofino-Zucht. Probieren wir nochmal. Und ich hoffe, dass es heute endlich klappt. Ich würde gerne mit den Mavaris weitermachen. Das Eisderby liegt auch immer noch in den Startlöchern und will endlich gezüchtet werden, weil ich finde das Stufe 4er einfach so mega krass geil. Und da wäre ich echt froh drum, wenn das denn endlich hier ein Ende finden würde und wir würden diesen hübschen Stufe 4er dann bekommen. Weil der Pasofino in Stufe 4 sieht ja auch einfach mal nur mega geil aus. Guckt euch dieses Pferd an. Ich liebe Schecken. Schecken und Rappen, das sind absolut meine Pferde. Und auch oh, wir können wieder verbessern. Das ist gut. 9% sind nämlich nicht gerade viel. So, 19%. Okay, Daumen drück. Es wird ein Pasofino. Es wird einer. Stufe 4. Stufe 4. Stufe. Stufe. Nein! Oh, so kurz davor! Oh Mann! Oh, so kurz davor! Verdammt! Das ist doch. Oh Mann! Oh, das ist so unfair. Mann! Verdammt. Da müssen wir weiter züchten beim Pasofino. Ach, Mensch. Ups. Upsala, upsala, upsala. So, hier habe ich hier irgendwas weitergemacht. Genau. Ich bin hier bei den Krebsen hängen geblieben. Da müssen wir ja immer noch Stufe
3 züchten? Ja, weil Stufe 3 hatten wir noch nicht. Ich bin ja da am Durchzüchten, dass ich endlich mal alle Konstellationspferde durch habe. Und hier sind wir jetzt gerade aktuell ja beim... Wo ist er denn? Krebs hängen geblieben. Ranger ist Stufe 2. Und dann haben wir hier... Was haben wir hier? Wo ist sie denn? Schnuckelchen. Nee, Annabella war 1. Nee, ist 2. Annabella ist sogar 2. Okay. Eben gerade gesehen und wusste nicht mehr, wie das Bild aussieht. Meine Güte. So, 80.000. Was wäre es denn eigentlich? Ein Hengstchen. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen, oder? Ich weiß es nicht, aber wir können verbessern. Dann gucken wir mal, ob wir es hier schaffen mit 18%. Ich glaube ja eher nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und auch hier ist es heute ein klares Nein. Okay. Dann müssen wir auch hier unser Glück weiter versuchen. Ich hoffe, dass die Alice-Pferdzucht sich aber bald abschließen lässt, weil ich möchte wirklich mit dem Drachen weitermachen. Den werde ich mir jetzt dann auch gleich kaufen. Mal gucken, ob das für Chase hier jetzt reicht. Ich hoffe doch sehr. Jawohl, sehr gut. Leider bringt er uns nicht nochmal Diamanten. Vielleicht ein Futter, dann brauchen wir das schon immer herstellen. Jawohl, sehr, sehr gut. Und dann werden wir den Guten jetzt verkaufen, damit er den Platz frei macht für den Drachen. Oh Gott, ich habe so lange auf das Pferd gewartet. Oh, guckt euch das an. Oh mein Gott, mich wird es jetzt gleich vom Hocker hauen. Ich hoffe, ich kann noch denken geradeaus. Und ich kaufe ihn für 2.900. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht er geil aus. Oh mein Gott, sieht er geil aus. Er ist ja so krass geil wie die Phönixe. Oh mein Gott, sieht der cool aus. Komm, anschauen. Oh mein Gott. Ja. Ja, und die Phönixe. Oh mein Gott, guckt euch das an. Die Schuppen hier hinten drauf. Und dieses Geglitzer und Gefunkel überall. Und diese Farben. Und oh mein Gott. I'm actually in love. Oh Gott, wie mit den Phönixen. Geil. Gott, sieht der schön aus. Ja, super schickes Tier. Oh mein Gott, ist der toll. Oh. Können wir ja gleich mal gucken, wie die anderen Farben aussehen. Oh mein Gott, ist der toll. Oh mein Gott. Wahnsinn. Also der sieht echt super geil aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist der denn hier? Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, er wird türkis. Er wird türkis und blau und oh mein Gott. Wird er vielleicht sogar rot? Nee, schwarz-gelb. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann mich nicht entscheiden, welcher am schönsten ist. Oh mein Gott, sehen die geil aus. Oh, das war sowas von wert. Oh, war das das wert. Um Gottes Willen ist der toll. Guckt euch den an. Oh mein Gott. Oh, ist der schön. Oh. Super schön. Ah, ich werde jetzt öfters wieder ins Spiel gucken bei diesem Pferd, glaube ich. Oh mein Gott, ist der toll. Wie die Phönixe, einfach nur ein Traum. Oh, da ist er. Freue ich mich darauf, wenn ich mit dem züchten kann, ehrlich. Oh, da muss ich jetzt 5-mal so viel die Daumen drücken, dass die Zucht jetzt hier klappt. Ja, hier ist das Alice Stufe 1er Pferd, ne? Was ich gesagt hatte, das werde ich auch fertig trainieren und werde es dann verkaufen. Dann haben wir ja einen Platz frei. In der Oase. Ja, das ist... Und das Häschen. Mal gucken, ob das Häschen heute will. Ja, hier können wir nicht verbessern. Okay. Schade. Aber 18%, mal gucken. Drücken wir mal das Knöpfchen.
Komm schon, 18%, bitte, bitte. Nein, oh, das wird wieder nichts. Mist. Okay. Das heißt, ich muss öfter züchten und ich muss gucken, dass ich hier die Plätze freikriege, dass ich mit dem Drachen züchten kann. Oh Gott. Ja, aber ich würde sagen, das ja, ist sehr herzerfrischend. Wir haben den wunderschönen Drachen. Oh mein Gott, er ist echt super schick. Und es wird auf jeden Fall die nächste Zucht. Super, super schön. Da habe ich jetzt schon wieder ein Problem. Die möchte ich alle draußen stehen lassen. 1, 2 und 3. Und das ohne Platz. Naja, okay, gut, wenn die Alice-Zucht abgeschlossen ist, dann werde ich die wieder in die Garage, in Anführungsstrichen, zwischenparken. Und dann habe ich schon wieder Platz für den Drachen. Aber dann würde ich sagen, ist diese Folge für heute auch schon zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bleibt gesund, macht's gut. Bis dann. Tschüss.